TS On Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk, natürlich auch live hier vom Lausitzring. Ja, es ist Saisonhalbzeit, den Halbzeitmeister haben wir gefunden, aber wir haben natürlich auch noch viele andere Themen gefunden. Das Wichtigste ist, wir haben die Fans zurück im Fahrerlager gefunden. Vielleicht können wir das ganz kurz zeigen, es sind sogar ein paar hier heute Abend in der eBay-Box, wo wir freundlicherweise aufgrund der Dunkelheit sein durften. Draußen, ja, schon mächtig düster, gibt es einiges noch zu besprechen. Sven Müller, der steht schon parat, der ist mit Harald Groß gerade am Schnacken. Die wollen wir nicht zu kurz kommen lassen. Aber auch natürlich Christopher Mies und Maro Engel nach diesem Sensationsfight da am Ende. Vieles zu besprechen, ein paar gute Würste. Und wenn man durch den Osten fährt, ist die Metzgerei Imbiss Hase immer Anlaufpunkt für 10 Original Thüringer. Die hauen wir gleich auf dem Grill. Ich würde sagen, wir sind angerichtet, wir haben angerichtet und legen los mit PS On Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk und das Ganze live hier vom Lausitzring. Viel Spaß. Also das heißt, wir fangen mal an, den Grill vorzubereiten. Ah, der ist schon gut vorgewärmt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte ein bisschen Klamotte, dass wir hier ein bisschen ein Rauchmelderproblem bekommen. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Und ich nehme, glaube ich, einfach mal die Hände, um die da drauf zu legen. In der Zwischenzeit, Herr Müller, kannst du dich vom Harald schon mal losreißen und schon mal Platz nehmen? Nimm doch schon mal Platz, dann können wir schon mal den ersten Gast zu uns holen. Oder Harald setzt sich dazu, ist kein Problem. Genau so muss sein. Guck mal, Harald. Dann haben wir auch noch ein Mikrofon für dich, Harald. Und während ich die Würstchen drauflege, das ist ja mittlerweile Gott sei Dank wieder Tradition bei PS On Air. Sven. Zum Glück habe ich schon gegessen. Ja? Du hast schon gegessen? Ja. Ja, aber Harald sieht immer hungrig aus und wenn bei Harald was umsonst gibt, ist er schnell dabei, oder? Auf jeden Fall, für ein Würstchen bin ich immer gut zu haben. Harald, erzähl uns mal ganz kurz für die Menschen, die ADAC GT Masters kennen, aber dich nicht, warum bist du heute hier? Ja, ich bin mit der Tourenwagen Classic hier und das bedeutet, dass in der Serie Autos waren, die 30, 40 Jahre alt sind und Geschichte geschrieben haben. Zum Beispiel mein BMW E30 M3 ist das Originalauto, wo ich 1987 in Hockenheim von 44 Teilnehmern einmal Erster und einmal Dritter geworden bin. Daraufhin waren Riesenproteste von Mercedes aus. Auto ist zerlegt worden, Kraftstoffproben, alles Erdenkliche gemacht. Aber am Ende war alles in Ordnung und ich bin da mit dem Auto zusammen im Paket der erste DTM-Sieger in der neuen Geschichte der DTM. Also ein Vertreter der ganz alten Zeit haben wir heute hier. Schön, Harald, dass du auch gesagt hast, klar kommst du vorbei, um vielleicht ein gutes Thüringer Würstchen zu essen, aber auch ein bisschen zu plaudern in der ganz lockeren Atmosphäre. Und schön, wie gesagt, ein paar Fans dabei zu haben. Sven. Eine Strecke, du bist ja für die Precode Herbert Motorsportmannschaft am Start, eine Strecke, die der Mannschaft liegt, eigentlich die größten Erfolge hier gefeiert, die ersten Erfolge gefeiert. Dementsprechend geht man natürlich mit einer großen Erwartungshaltung auch heute in so ein Rennen rein, oder? Nach einer guten Qualifikationsleistung auch. Ja, also Lausitzring liegt dem Porsche, liegt uns eigentlich sehr gut, haben hier schon Rennen gewonnen, Podium letztes Jahr. Von daher waren wir sehr optimistisch, auch im Qualifying. Gestern die freien Trainings liefen echt gut, also Auto ließ sich echt super fahren. Heute Morgen leider ein bisschen genieselt im Qualifying, von daher war es dann ein bisschen tricky. War gut, dass wir als erstes rausgefahren sind, weil die Zeit am Anfang gesetzt wurde. Konnte leider aber nur vom Platz 10 aus starten und ist alles extrem eng zusammen. Lass uns doch schon mal in den Start reingucken. Wir haben ja da den Monitor, wo ihr auch ein bisschen mit reinschauen könnt. Vielleicht legen wir das auch da oben drauf, Moritz, genau. Start, wie ist das hier, diese erste Ecke rein? Es wird ja sehr stark runtergebremst. Nimm uns mal mit, wie das als Fahrer aus deiner Sicht ist. Ja, du wartest halt, also kommst aus der Banking raus, wartest extrem lange statt ein Ziel. Und somit können alle wirklich extrem raus beschleunigen. Hast auch schon Windschatten, der direkt wirkt. Und dann wird von 2,50 runtergebremst in ersten Gang. Dann passiert natürlich auch der Ziehharmonika-Effekt. Und dann ist die eine oder andere Kollision meistens nicht zu vermeiden. Harald,
als gerade das Feld aufgefächert ist, da hattest du doch früher schon mindestens 3 Plätze gut gemacht, oder? Ja, ich habe mich immer etwas zurückfallen lassen und dann habe ich ein kleines bisschen mehr Schwung genommen. Aber ich muss sagen, hier, die Jungs in der heutigen Generation mit den Autos, die haben es ja auch sehr, sehr schwer. Die starten mit kalten Reifen. Dann ist die Strecke nur 3,8 Kilometer. Die müssen sich Bremsen warm machen, Reifen warm machen. Der Ingenieur soll so sehen, noch was ins Ohr. Und das alles auf 3 Kilometer und dann hochkonzentriert fahren. Die Beschleunigungsphase ist recht groß, aber dann auf den ersten Gang runter, wo noch relativ alles kalt ist. Sven, das kannst du besser beurteilen. Auf jeden Fall. Dann siehst du 5 Autos, die in die erste Kurve wollen. Geht halt leider nicht. Aber irgendwie geht es dann doch. Das 75er Auto haben wir gerade gesehen, hat es getroffen. Auch die Corvette dann draußen schon nach 300 Metern. Das sind so Dinge, die man wegsticken muss und irgendwie abhaken muss, auch für den nächsten Renntag, oder Sven? Auf jeden Fall, klar. Wenn du dich dann ewig drauf aufhängst, das bringt nichts. Klar ist man jetzt auch noch enttäuscht. Das Rennen für uns war leider heute auch nicht so optimal. Aber da muss man einfach abschalten und nach vorne gucken, weil du kannst eh nichts dran ändern, ja. Vielleicht kann die Regie dann mal zeigen, deine Aktion mit Michael Ammermüller. Also wenn du ganz gut gestartet, gut da vorne weggekommen, muss man ja ganz klar sagen. Dann hat Michael Ammermüller in der ersten Runde Nick Jelloli umgedreht. Dafür hat er noch eine Strafe bekommen. Aber jetzt sehen wir die Szene hier, die für nicht so ein gutes Rennen bei euch geführt hat. Erzähl mal. Auf jeden Fall, ja. Also die Querspange, Turn 6 hast du 2 Linien, die du fahren kannst. Einmal die äußere Linie, weil in der Mitte extrem starke Bodenwelle ist, weil halt der Asphaltwechsel von dem Banking rausgeht ins Infield. Ich bin das ganze Wochenende eigentlich schon mal die innere Linie gefahren, die für mich persönlich auch die schnellere ist. Und wollte ihn eigentlich auch gar nicht überholen, sondern wollte einfach nur dran fahren und dann kam er von außen und habe ihn leicht getroffen. Tut mir mega leid, weil Markenkollegen abzuräumen, die auch aktuell um die Meisterschaft fahren, ist natürlich extremst ärgerlich. Aber es gab eine Durchfahrtsstrafe für euch dafür. Das ist dann leider so das Regelwerk. Aber geht man auch zu einem Michi Ammermüller danach hin und sagt, sorry, das Ding geht auf meine Kappe? Ja, logisch. Also auf jeden Fall. Wir standen dann bei der Red Flag. Gehört natürlich auch Überwindung, weil man weiß, die sind extrem sauer. Aber bin hingegangen, hat mir auch leid getan. Aber man muss fairerweise sagen, in dem Moment, wenn man sich mal entschieden hat, da zu bremsen, da einzulenken, Du kannst nichts mehr machen. Du bist zwar voll im ABS und ja, ausweichen geht dann auch nicht mehr. Du bremst dann und hoffst, dass es gerade noch reicht, aber ja. Harald, so Jungs hättest du früher auf deine schwarze Liste geschrieben und irgendwann wäre Payback-Zeit gewesen, oder? Nein, ich liebe die junge, herzerfrischende Fahrweise, was die Jungs hier an den Tag legen. Aber man muss auch mal den Teilnehmern und den Zuschauern sagen, dass die alle mit Boliden mit plus 500.000, 600.000 Euro Zeitwert unterwegs sind. Und dadurch die BOP, die Autos so ausgeglichen sind. Und dieser Kurs hier am Lausitzring mit 3,8 Kilometer verführt natürlich auch dazu, der Kollege muss schon mitspielen, um einigermaßen vernünftig vorbeizukommen. Aber ich sag mal, das gesamte Feld von 50 Fahrern plus, das sind alles keine Nasenbohrer. Auch der 20. nicht, oder wie der Jockel, Winkelock heute von hinten gestartet ist mit Kalwitz. Die haben noch ein paar Sekunden draufgekriegt vom letzten, die haben irgendwie einen Techtelmechtel gehabt, den Sanford, glaube ich, haben sie mir erklärt. Die Leistungsdichte ist so extrem. Und ich muss wirklich sagen, nur die Autos sind ja auch sehr filigran. Und auf deine Frage zu beantworten, früher konnten wir uns anlehnen. Das war sogenannter Kontaktracing. Wir sind daneben gefahren. Ich habe nach rechts geguckt und dann nach links rüber gedrückt. Im Spiegel geguckt, oh, die Reifen rauchen nicht. Die Karosserie war relativ stabil. Und dann konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. Es gab natürlich immer ab und zu Gespräche. Zweimal habe ich mir eine Ohrfeige im Park für mehr eingefangen. Deshalb habe ich ja immer später einen Helm aufgelassen, falls Gespräche aufkamen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da habe ich auch mal mit einem bisschen aneinander gelegt. Da habe ich im Park von mir so daneben geparkt, dass er nicht aussteigen konnte. Musste über die Beifahrerseite raus und bin dann schnell in den LKW und habe mich eingeschlossen. Ne? Das ist auch clever. Das war auch clever gemacht, ja. Sven, morgen, neuer Tag, Robert fährt die Qualifikation, Pole und Sieg. Ja, ich gebe es so weiter, so wollen wir es machen, ja. Also ist die einzige Antwort, die man geben kann auf so einen Tag wie heute, oder? Da kannst du besser laufen, auf jeden Fall. Zumindest mal ein Podium wird uns auf jeden Fall gut tun. Die Saison ist leider bis jetzt nicht so gut gelaufen.
Letztes Jahr konnte er Zweiter werden in der Meisterschaft. Wollten wir eigentlich dieses Jahr nochmal toppen, aber dieses Jahr ist alles anders. Von daher müssen wir schauen, dass wir noch ein schönes Einzelergebnis einfahren können. Harald, greifst du morgen ins Lenkrad? Können die Fans das hier sehen morgen? Auf jeden Fall. Also ich starte von Position 11. Das ist ein ganz simpler Grund. Ich habe heute kein Qualifying gefahren, weil meine Windschutzscheibe schon eigentlich defekt ist. Und der Sportkommissar hat gesagt, wenn noch mehr Einschläge kommen, musst du Scheibe wechseln. Aber ich will den Jungs ersparen, vom Nürburgring hier hinzufahren, eine neue Scheibe einzukleben. Und ob ich jetzt von 6 oder 7 starte oder von 11, jetzt bin ich natürlich mitten im Getümmel. Aber ich muss auch sagen, das Auto, was ich zurzeit fahre, hat mich ein bisschen zur Vorsicht erzogen, vorausschauend fahren, weil die Teile sind nicht nur sehr teuer, sondern auch schwer zu beschaffen. Damit haben wir doch, glaube ich, schon mal vieles gesagt und faszinierend zu sehen, mit den alten Boliden wieder gekämpft. Bist du schon mal ein Rennauto mit Haarschaltung gefahren? Also in Weissach von Porsche bin ich mal 936 von Jackie X gefahren und ich muss sagen, das ist das erste Auto in meinem Leben, wo ich wirklich Angst gehabt habe zu fahren. Das war unglaublich, also Viergang Haarschaltung. Das sind Autos, mit denen ist Harald in Le Mans Habe ich dann die ganze Zeit abgewürgt, weil der erste Gang hinten war, aber das wusste ich nicht. Ich habe gesagt, fahr los. In meinem zweiten Gang angefahren. Richtig, und das ist alles ausgegangen. Ich sage, das gibt's doch nicht, bin ich zu blöd, um ein Auto anzufahren. Na gut, irgendwann habe ich gesagt, ersten Gang hinten. Das hat dann auch geklappt und dann das erste Mal wirklich so, ich war, keine Ahnung, 700 PS oder so, extrem leicht. Erstmal das Gas und dann erschrickst du ja, weil das so brutal viel Leistung hat. Und das war schon ein Riesenerlebnis, auf jeden Fall. Also und da weiß ich, was die damals gemacht haben, mit einem Gitterrohrrahmen in Le Mans 350 oder 380 zu fahren. Nö, Harald ist 400 gefahren in Le Mans, oder? Nicht ganz. Klaus Ludwig 384, ich bin bei 382 stehen geblieben. Bei 1,35 Ladedruck und das war erfreulich, Qualifikation zu fahren, aber 50 Minuten 120 Liter Sprit verbrannt. So war es damals. Eine Bratwurst? Die nehme ich auf jeden Fall. Sehr gerne, damit würden wir auch euch verabschieden. Harald, bist du auch noch eine Bratwurst? Oder ja, aber ein bisschen kross. Oh, die erste, die ist schön dunkel. Ja, warte, das bereiten wir noch vor, weil es gibt ja jetzt hier... Also was ich noch eben sagen wollte, wir haben ja noch Zeit. Wenn die jungen Leute unsere Klassikautos fahren, die sagen immer, groß, die Bremse geht nicht, die Kupplung ist so schwer, da ist ein Defekt, ich sage, nein, 130 Kilo Bremskraft, 90 Kilo Kupplung, strengt euch mal an, dann bremst er auch. Also ja, weil die das alles nicht gewohnt sind. Heute Servo, alles unterstützt. Aber trotzdem die Leistungsdichte und die Fahrer, ich freue mich morgens auf Rennen. Und ich muss sagen, die Serie, die macht sehr viel Spaß. Von Fahrern und von Fahrzeugen her. Schönen Dank und guten Appetit, ihr beiden. Harald, lasst euch schmecken. Gut, danke schön. Sven, vielen Dank für die erste Runde. Einfach auf den Sitz legen. Der Senf ist leider aus heute. Das haben wir in Zandvoort schon alles verbraucht. Das müssen wir leider sagen. Aber ist, glaube ich, ganz lustig. Ne? Sven Müller, Harald Groß, das sind drei Generationen dazwischen, die aufeinandertreffen. Das Rennen heute, nach der Startphase, haben wir gerade schon mal ein bisschen angeschaut. Wir wollen ja auch so ein bisschen uns immer so ein bisschen chronologisch da durchhangeln. Haben wir dann für eine relativ lange Rotunterbrechung gesorgt und freuen uns, Jules Gounon bei uns zu haben. Jules, just join us, weil wir natürlich wissen wollen, was war da los. Wieder, guck mal, die hat sein Fanclub dabei. Jules, you like a sausage? No, but I think they want to have one. Yeah, I've already eaten. Jules, when you see the pictures in television, and you see a professional racing driver driving with a car, nearly a lap, and just transport oil all over the place, everybody say easily, is he crazy or what? Yeah. Just tell us from your point of view what happened to make everybody clear that it was not on purpose. Yeah, first, it was not a lap, like I had a big snap at the exit of turn 7, I think. But unfortunately, we didn't have the TPMS in the car, you know, the tire pressure. So I thought it was a tire pressure because there was no smell and the smoke was very small. And you know, when you're looking into a mirror that is that long and that big, it was difficult for me to judge. And by the time I realized it was oil, which was on the straight, I couldn't stop in the middle of the straight because I was scared of a fire, and to have someone with an extinguisher in the straight would have been difficult.
So I tried to avoid to be on the racing light, but it was too late, you know, and I didn't have any alarm on the dash. So it was a gravel that went through the oil cooler, we realized now. So unfortunately, I tried my best, but by the time I realized with no alarm, just smell, it was too late. It was too late. And then the race director decided to red flag the race because there was too much oil, which has to be cleaned up. We just see you stopping. The marshals just make sure that you really stop the car. But if we see there's some fire coming out of the car, you were just hurrying up to make sure that the fire does not damage the car anymore. Just what emotions are in the moment in your head? I just think about the team, you know, it's a sport that costs a lot of money, and I know that Peter Zakowski is giving everything to make us drive, and it's always bad to have a car burning, you know, it's a lot of money, so I thought just if it was my car, I don't want to make it burn. But yeah, you know, I'm not a stupid guy. If I had an alarm before, I would not have put all the oil on the track, but it was such on short notice before the pit entry. I was asking my engineer, and when I was checking the temperature, you know, on the dash, we can see the temperature, the water, oil, and gearbox, none of them was high, so I couldn't believe it was an oil leak. I just thought it was something rubbing against the tire or anything. So that's why I got convocated to the steward, and I just saw on the data also that I didn't have any alarm. So yeah, I tried my best, but I hope you're going to invite me in this show when I don't have a problem, because you always invite me when I have a problem, so. I just try to remember the first time I invite you was when you were the absolutely first car to do the penalty lap in Oschersleben. Yeah. That was the first invitation for this season. And now, because you are responsible for a red flag. But it's not in my hands. You have to deliver now a podium, a victory, something like that. And we know that you are able to do that after winning the championship here and be successful in all the other GT racing. I think your time will coming again, huh? Yeah, I hope tomorrow morning. The guys are working hard on the car just to fix the speeder because Igo had a contact at the beginning of the race, you know, when the BMW spun. But nothing happened on the engine, so we should be fine to race tomorrow morning. And it would be cool to get a pole to get the thing turns around and also give the guys a bit of feedback because they are working always really hard. And at the moment was always a bit difficult for us, always top five, top four, but never a podium. So I think it's about the right time for them. First of all, to give them a good sausage because they are looking like they didn't heat for a few months now. But yeah, we'll try tomorrow. The car is good. We were really good in practice, so hopefully we'll have a good result. You can start to bring the sausage to the guys. I just do two more parts. You have ketchup? No, ketchup they have to bring themselves. Ketchup is not included today in the show. Ich muss irgendwie noch über so eine Zusatzzwischenfinanzierung nachdenken, wenn ich jetzt schon auch noch das Team Catering für Zackspeed machen muss. Also eine kleine Zwischenfinanzierung wäre doch noch irgendwie angebracht, damit wir auch für die Zackspeed-Mannschaft das Catering noch machen. You can join us for a minute again. Und haben gerade gesehen, wie die Jungs, lasst euch schmecken. Guten Appetit. Weiß nicht, kommen wir mit der Kamera darüber, Torben? Ich wollte sonst gucken, was die noch an Arbeit haben da hinten. Aber komm, wir gucken mal schnell. Gib mal kurz. Wir wollen doch dann auch mal wissen, was da jetzt alles zu machen ist, wenn die jetzt hier Hand anlegen müssen. Komm, erstmal vor. Erstmal, ist der Mund leer? Ja. Wie heißt du? Stefan. Stefan. Das ist der andere Mechaniker. Das ist der andere Mechaniker. Stefan, da stehen jetzt die beiden Boliden, sehen irgendwie alle ein bisschen gerupft aus, aber gerade das Gounon-Auto mit Feuerlöschmittel, da musste erstmal der Waschplatz herhalten, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir Unterboden, Kühler, alles demontiert, die Front komplett zerlegt. Alles mal abgewaschen, dass wir jetzt sauber arbeiten können, dann bauen wir es wieder auf. In ein paar Stunden läuft er wieder. Warum abwaschen? Weil dieser Löschschaum sonst sehr aggressiv das Zeug da wegfrisst. Ja, so viel Löschschaum war es gar nicht. Hauptsächlich das Öl, das überall im ganzen Auto verteilt war. Im ganzen Unterboden überall. Die Bremsen, alles voller Öl. Wenn du jetzt deinen Kutscher dann da fahren siehst, ne, und das qualmt schon seit einer Dreiviertelrunde, was denkst du da als Mechaniker? Stell doch ab, oder?
Ja, als allererstes, wir haben ja auch nur kurze Bilder gesehen, dachten wir, vielleicht die Reifen sind es. Wir wussten ja selber nicht, was jetzt schlussendlich Sache ist, aber dann war es eigentlich relativ schnell klar, als die Kamera draufgehalten hat, dass es am Öl liegt. Und dann alle haben gedacht, oh, Motor wechseln, aber so weit wird es wohl nicht kommen. Wie lange würde ein Motorwechsel dauern? 8-9 Stunden. Inklusive Entlüften, alles, dass er wieder läuft, alles eingestellt ist. Schon richtig Arbeit. Wie ist das so als Mechaniker? Zwei Boxen weiter feiert man, weil das Team gewonnen hat. Bei euch irgendwie eine Nachtschicht, die ansteht, gehört das dazu? Freut man sich dann umso mehr, wenn man das nächste Mal wieder gewinnen kann? Wo ist die Motivation, auch nach einer Nachtschicht, noch eine Nachtschicht, all das nachzulegen? Ja, ich finde, gerade das gehört auch dazu. Ich kenne es aus der VLN zum Beispiel. Da muss man auch immer schauen, dass das Auto sofort wieder auf die Strecke geht. Und das ist jetzt ein bisschen so VLN-Feeling für mich. Also gucken, dass der Koffer wieder zusammen ist und dann geht's morgen. Er sagt ja, er fährt morgen auf Pole, ne? You said tomorrow pole position. Und Igor fährt ihn aufs Podium. Das ist doch dann ein Deal. Viel Spaß noch beim Schaffen. Wir gucken vielleicht später noch mal rüber und erstmal eine kurze Zwischenmahlzeit, damit Sie. Wir spenden mal einen Applaus für die Jungs, die jetzt noch hier Nachtschicht einlegen müssen, Spätschicht einlegen müssen. Torben, Toni, komm mal mit, weil wir gucken gerade mal in die andere Seite. Komm, das Kabel reicht doch, wir sind doch heute entspannt. Weil hier wird noch gearbeitet, nachdem es schon Pokale gab. Komm, zeig mal einen Pokal kurz. Reicht das Kabel? Komm doch mal schnell her. Leon, sei doch mal nicht so. Wir haben ja gesagt, wir haben auf der einen Seite, das ist ja das Tolle an der eBay-Box, gucken wir bei Zugspeed rein und hier gucken wir bei TalkSport WRT rein. Ein zweiter Platz ist es geworden. Ja, einwandfrei, oder? Bist du zufrieden? Ja, war nicht schlecht. Hätte besser sein können, aber ich denke, die Jungs haben es gut gemacht, das Team hat es gut gemacht, alles gut. Da drüben schaut man, dass das Auto wieder ans Laufen kommt, dass es überhaupt wieder fahren kann. Was macht man an einem Auto, das heute Zweiter geworden ist, auf dem Podium gelandet ist? Putzen und weiter geht's? Ja, also erstmal putzen. Putzen wäre schon mal gut. Ansonsten normale Vorbereitung, also Setup, schauen, dass alles wieder komplett heile ist. Ja, ich meine, ein bisschen was ist immer. Also von daher, aber ansonsten viel Vorbereitung für morgen, alles penibel wieder sauber machen, Setup machen und dann schauen, dass morgen halt genauso gut läuft, vielleicht sogar besser. Marius hält sich immer so ein bisschen im Hintergrund. Oder du kannst jetzt jemanden grüßen, wenn du willst. Er ist sehr schüchtern, aber wir kriegen den auch noch dieses Jahr vor die Kamera. Also da wird geschraubt. Vielen Dank, Torben, für das Unkonventionelle. Wir schauen mal hinter die Kulissen. Like to hand over you the micro back. But it's good to see the guys and... Yeah. The motivation. No, it's. I still remember my first mechanic from my first racing season. It's a very special friendship you will have forever. Well, the mechanics. Yeah, exactly. Special. And I think for them it's very hard work. They come maybe 3 hours before me in the track, and they will leave at least 3 hours after me. They are working all day long. They never experienced to drive those beautiful cars. So you always have to have a lot of respect for them. Because without them also you cannot go fast, you know. Those days the field is so competitive that if you have a little bit off in the splitter angle or the camber, you will miss a bit of performance, and this performance can be P15. So you really need top mechanics, and we have them with Stefan and Samuel in my car, with Samuel the lead mechanic. So yeah, as you said, it's very important, and I think we have always the driver very big respect for the mechanic because they have a tough life, and without them we cannot drive as fast as we want. So Jules, thank you. Thanks. I know that you want to leave. You have to drive some kilometers for the hotel. Yeah. And then hope for a good result tomorrow. Thank you very much. I hope you invite me tomorrow night for something else. tomorrow I invite you, but not for any show, because tomorrow we have no cameras. Jules, thank you very much for your time. Und ja, wenn wir uns das Rennen noch einen Moment anschauen wollen würden, dann haben wir natürlich nach der Rotunterbrechung ein paar Runden hinter dem Safety Car gehabt und dann zwei Granaten Restarts. Und da freuen wir uns gleich auf die zwei Protagonisten, aber irgendwie haben wir die erst für halb bestellt. Und Rennfahrer sind da genau pünktlich sehr exakt. Deswegen weiß ich nicht, ich würde jetzt mal gemütlich noch eine Wurst essen oder... Ja, guck mal, da haben wir doch noch hier.
Da müssen wir noch mal einen herholen. Das sind doch die Menschen, die dafür gesorgt haben heute, dass die Strecke sauber ist. Der Mann in Orange, komm mal her zu mir. Komm mal her. Platz nehmen, das Mikrofon halten, genau. Und dann kriegst du auch eine Wurst, oder? Das ist ein guter Deal, bin ich dabei. Also du kannst zwischendrin immer reinbeißen. Danke dir. Ja, super. Sag uns mal, wie du heißt. Ich bin Nick. Nick. Genau. Und warst heute auch einer, der das Öl beseitigt hat, von dem, was Jules da um die Strecke verteilt hat? Ja, ich war tatsächlich einer der Letzten, der es überhaupt mitgekriegt hat und dann zur Tat geschritten ist. Aber ja, ich war dabei. Die Männer in Orange, das sind so die stillen Helden so einer Veranstaltung ja immer. Ne? Wir sehen euch da bei der Arbeit. Wie wird man Sportwart? Wie wird man Streckenposten? Was ist die Leidenschaft, was ist die Motivation dahinter, diesen Job zu machen? Ja, das ist halt genau das Ding. Also du brauchst ein bisschen Leidenschaft für Motorsport. Ansonsten stellst du dich nicht ab früh um 7 irgendwie an die Strecke und wartest drauf, dass da was losgeht und stehst dir die Beine im Bauch und rennst dann los, wenn was passiert. Man muss schon ein bisschen so einen Nagel im Kopf haben und ein bisschen Spaß an Motorsport finden. Und bei mir war es ganz einfach so, ich saß viele Jahre auf der Tribüne und habe gesagt, okay, jetzt musst du mal irgendwas zurückgeben. Und ich glaube, da bist du das beste Beispiel dafür mit Olli Martini in der VLN. Ihr macht immer Werbung dafür, werd Streckenposten, werd Sportwart und ja, einfach versuchen. Hier im Ortsverein einen Kurs gefunden oder einen Lehrgang gefunden, einfach beworben und losgelegt. Und wenn man Fan ist, wie du ja einer bist, glaube ich, gibt es wenig Möglichkeiten, noch näher dran zu sein an dem Geschehen und da irgendwie auch ein Teil zu werden dieser Motorsportfamilie. Ich glaube, so kann man das sagen, oder? Absolut genial. Also ich stand heute den ganzen Tag in der Boxengasse. Viel näher kommst du halt einfach nicht ran. Und auch dieser ganze Umgang, wie er dann hier im Fahrerlager ist und Sportwarten gegenüber, das ist sehr, sehr familiär. Man wird herzlich aufgenommen. Kein Fahrer schickt einen irgendwo weg, wenn man mal sprechen will. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Kann man jedem nur empfehlen. Also, einen Ortsclub suchen, da einfach mal vorstellig werden, ein bisschen Begeisterung für das Ganze mitbringen. Genau. Und dann ist mal gut. Wenn du dir jetzt in dieser Boxengasse ein Auto aussuchen könntest, wo du mal eine Runde fahren würdest, was wäre denn dein Traumwagen hier in der Liga der Supersportwagen? Ja, ich würde wahrscheinlich bei Ernst Moser vorbeischauen und fragen, ob ich mir den R8 mal eine Runde ausleihen kann. Deswegen auch das Phoenix Racing T-Shirt. Genau. Also man hat auch schon so seine Favoriten, man hat so seine Lieblinge, ja. für die das Herz schlägt. Definitiv. Wer bei Ernst Moser, wer von der Phoenix-Mannschaft hat dich in den letzten Jahren am meisten begeistert? Dann tatsächlich auf der Nordschleife Frank Stippler. Nach dem kannst du die Uhr stellen, der fährt Rundenzeiten konstant noch und nöcher. Also sehr, sehr cool. Schaue ich gerne zu. Den hat es heute leider gerissen, ne? Ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich werde dann zu Hause noch mal ein Stück reinschauen. Werden wir sehen. Ja, der ist auf der Döttinger Höhe von einem Porsche von hinten getroffen worden, weil ihn gelb reingefahren sind. Und dann hat es ihn rumgedreht und da war man leider draußen. Ungünstig. War ja auch ein siegverdächtiges Trio für das Stundenrennen heute. Ja, auf jeden Fall. Heute. Gute Besetzung. Was bei NLS gefahren ist. Aber gut, so ist das manchmal. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken fürs Abendessen. Ja, es ist ein kleiner Snack. Aber vielen Dank auch für deinen Einsatz, für deine Mühe und für eure Leidenschaft stellvertretend für alle Streckenposten. Wir wissen, dass es Sportwarte heißen, aber irgendwie Streckenposten, finde ich, bürgert sich ein, ne? Ist eingebürgert. Ich finde diesen Begriff Corner Workers von den Engländern ziemlich lässig. Sehr gut. Trifft es ganz gut, weil ihr in den Kurven steht und guckt, dass die Rennfahrer da sauber rumkommen. Gebe ich sehr gerne weiter. Daumen geht nach oben. Besten Dank. Einfach das Mikro hinlegen, genau. Und dann genau, könnt ihr gerne einen kleinen Applaus loswerden. Ja, ich weiß, dass ich sprechen soll. Die Regie spricht mit mir. Ich soll sprechen. Warum passiert hier nichts? Herr Mies, kommen Sie doch mal zu uns. Nehmen Sie doch mal Platz. Er hat seinen Rucksack dabei, der geht noch wandern. Ja, das machen wir dann auch schon irgendwie. Ach, guck mal, der hat den Feller mitgebracht. Ja. Hätte ich nicht kommen sollen. Nie ohne mein Teammate. Ricardo darf immer kommen. Aber das letzte Mal warst du so ein bisschen so, ja, hab ich halt gewonnen. Da müssten wir jetzt heute schon mal ein bisschen mehr Action erleben, Ricardo.
Ich bin eigentlich immer so, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber du hast heute gewonnen schon wieder. Du musst dich doch mal da hinstellen, ja, und geil, musst oder? Mal an der Eckfahne tanzen. Komm, mach mal so einen kleinen Eckfahne-Tanz. Yeah, gewonnen. Baby, come on. Nein, das ist an. Du kannst das andere nehmen, ist an. Echt? Ah. Nee, ist schon okay. Ich bin eher so, ja, relaxed. Und die Relax-Zeit hilft dazu, dass du den Koffer heute wieder auf Pole gestellt hast? Sieht so aus, ja. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, das sind die Laufsieger von heute. Christopher Mies und Ricardo Feller. Ja, siehst du? Ja, Ricardo, was ist jetzt die Frage? Jetzt stell doch mal eine Frage. Warum sind wir hier? Was möchtest du wissen? Nett. Welche Internas können wir dir preisgeben? Wir wollen wissen, warum immer nur samstags? Ja, ist eine gute Frage. Was heißt immer nur Samstag? Sind ja erst zwei Siege. Noch haben wir ja ein paar Rennen vor uns. Wenn man von... Das ist die vierte Rennveranstaltung? Ja. Yeah, okay. Nee, wir sind gefahren. Jetzt ist die vierte. Wir sind in Oschersleben gefahren. Ja, jetzt ist die vierte. Wir sind drei Wochenenden gefahren. Red Bull Ring gefahren, Zandvoort, und das ist die vierte. Wenn man von vier Rennveranstaltungen immer nur, also zweimal samstags gewinnt, ist das schon immer wieder samstags? Ist schon immer wieder Samstag, darfst du aber nicht vergessen, wir fahren wieder morgen mit 20 Kilo mehr. Jetzt kommst du wieder, 20 Kilo merkt man nicht, doch, 20 Kilo merkt man. Aber nicht in der Quali? Nicht in der Quali, nein. Bam. Aber im Rennen. Ja gut, aber das ist... Du fragst, warum wir nicht gewonnen haben Sonntag. Wir wollten drüber sprechen, wie das ist, wenn man so einen erfahrenen Teamkollegen an seiner Seite hat, Ricardo, und der bei einem Restart, wo alle denken, jetzt wird er geschnaggelt, dann nervt man aus Stahl beweist. Also, ich war ja draußen und das ist sehr schlimm, muss ich an dem Punkt sagen. Also wirklich, ist viel schlimmer, wenn man im Auto drin sitzt, aber... Ich wusste eigentlich, dass er das nach Hause fährt, weil der kann das einfach. Also es war schon, ich denke, es war schon hart. Der Mercedes hat natürlich ein gutes Drehmoment aus den Ecken raus, aber der hat es so souverän verteidigt, der Misi, und ja, bin sehr happy darüber. Ricardo, was ist schlimmer? Ihm zuzusehen, wie er sich vorhin gegen Maro Engel verteidigt hat, oder ihm zusehen zu müssen, wie er morgen Qualifikation fährt? Ja, ich glaube, das mit dem Verteidigen, das war schon noch ein bisschen schlimmer. Also das, ich glaube, morgen wird ziemlich entspannt. Wir wissen, dass das Auto gut ist, und ja, der Misi knallt da schon eine geile Runde hin. Ihr seid Halbzeitmeister. Da gratulieren wir ganz recht herzlich, Ricardo. Aber dennoch würde ich dich jetzt gerne entlassen, damit wir den Platz räumen für Maro. Dass die zwei Jungs, also nicht für ungut, Ricardo, vielen Dank. Halbzeitmeister. Aber nimmst du mich trotzdem heute mit nach Hause, oder? Ja? Nimmst du mich trotzdem mit nach Hause? Okay, ich muss bei ihm mitfahren. Und wir setzen einfach Maro dazu, weil das kann man, glaube ich, auch nur im Dialog mit den beiden machen, das, was wir da bei den Restarts erlebt haben. Das fand ich ziemlich klasse. Anfangen, erstmal guten Abend, Maro. Ja, wie ist es hier mit der Rückenlehne? Wir haben... Kann man die verstellen? Jetzt kann man die verstellen. Jetzt geht. Jetzt geht das. Das ist der Business Class hier. Das ist die Maro-Engel-Platte da drunter, die Gewichtsverteilung ein bisschen hinbekommt. Moritz, haben wir die Mats, wie er umgeflogen ist? Hinten raus, sagt er, gibt's die. Also ich fühle mich schon viel sicherer jetzt hier. Hat jemand Hunger? Noch eine halbe Wurst? Das ist ja eiskalt. Ich habe das schon ausgemacht, sonst wären sie verbrannt. Nee, danke. Ich habe schon, danke. Albert Costa Balboa. Rotphase. Wir haben ja mit der Rotphase quasi aufgehört, und Jules, und kommen jetzt in dieser Rotphase zu Maro Engel, der dann irgendwann sagt, und da sehen wir gerade, ich glaube, ich gehe mal zu diesem spanischen Torero und red mit dem mal, bevor der mich auf die Hörner nimmt. Warte mal, wir haben das gleich. Jetzt machst du dich. Jetzt. What do you want? I'm just telling you. No. Don't try anything. No, don't worry. I'm not ready for the championship, so I will turn it. We have a big opportunity now with the Porsche out, so don't worry. It's okay, man. Ich würde es mal gerne so formulieren. Man kennt seine Pappenheimer, oder? Ich habe ihm einfach nur ein bisschen Glück gewünscht für den Restart gleich. Aber das klang gerade anders. Ja, ja, du, wir hatten nicht wirklich viel zu verlieren. Ich glaube, sie in dem Sinne sind in der Meisterschaft vor uns, und ja, klar, in dem Moment
kommen so ein paar Szenen aus der Vergangenheit hoch und ja, wie du gerade schön gesagt hast, man kennt die Kollegen. Man kennt die Kollegen. Du kennst auch Christopher Mies schon ziemlich lang und ziemlich gut. Ich meine, wenn es dann in diesen Restart hineingeht, merkt man, dass der andere vielleicht nervös ist oder dass er irgendwie einen schwachen Moment hat? Oder wie richtet man seine Strategie für so einen Restart aus? Ja, du kannst ja nur eigentlich versuchen, deine Reifen optimal ins Fenster zu kriegen, den ganzen Pickup, den du irgendwie aufgesammelt hast, loszukriegen. Ich glaube, das ist der größte Kampf, den wir alle ausführen und irgendwie keiner mitbekommt, weil du siehst halt, wir fahren alle Schlangenlinien. Wir kämpfen wie die Sau, um diesen Pickup da runterzukriegen, der, wenn du den auffährst, der löst sich halt erst ab einer gewissen Temperatur auf dem Rad. Den fährst du auf, wenn du dann langsam in die Box fährst, bei einer Safety-Car-Phase? Nee, den fährst du sogar auf, wenn du nur ein bisschen rausnimmst. Wenn du nur 5-10% rausnimmst auf einer Runde, nimmst du sofort den Pickup auf. Und der löst sich halt erst ab einer gewissen Temperatur vom Rad. Und wenn der sich löst, dann hast du das Gefühl, dir fliegt das ganze Auto um die Ohren und du hast einfach mal null Grip. Und das versuchst du natürlich zu vermeiden beim Restart, aber ja. Pickup sprichst du an. Wir haben aber auch dieses Bindemittel, das wir heute gesehen haben. Da haben wir auch ein paar Bilder hier, als der Safety Car noch draußen war. Wie sehr beeinträchtigt einen das dann? Das habe ich noch in den Augen, ja. Ja, merkt man? Und vom Grip her auch? Das merkst du sofort vom Grip. Es war wirklich schwierig, weil du halt nicht wusstest, okay, wo kannst du die Räder hinfahren, weil du fährst dann da drüber. Natürlich hast du dann auch den Sand auf den Rädern, die sind eben warm, wie gerade angesprochen, die sammeln es auf. Mhm. Und wenn du dann bremsen willst, dann wird es schwierig. Aber dennoch bist du gerade durchgefahren, obwohl es nicht die Ideallinie war. Ich wollte einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie fühlt es sich an? Also du versuchst halt diese ganzen Punkte einfach irgendwo abzuarbeiten. Wie fühlt es sich an? Wie griffig ist es? Wie rutschig ist es? Um einfach so viele Informationen wie möglich einfach zu bekommen. Und dennoch ist es eine Unbekannte, wenn du das erste Mal in Turn 1 anbremst. Misi, normalerweise eine Runde nach einem Restart und dann geht's los. Vier Runden seid ihr gefahren. Warum? Ja, die Strecke war unheimlich dreckig, wie der Maro schon gesagt hat. Ich habe es auch super gesehen, wie viel Staub da hochgewirbelt worden ist. Dann dazu war, glaube ich, noch Turn 7, Turn 8 noch so nass von der Kehrmaschine. Die haben dann noch gut bewässert, würde ich das mal nennen. Und es wäre einfach, glaube ich, auch zu gefährlich gewesen, das Rennen früher freizugeben. Und dann wurde das Rennen freigegeben. Ich weiß nicht, wer will das denn mal kommentieren von euch? Können wir das einfach loslaufen und die zwei kommentieren das live? Erzähl doch mal was. Komm, wir brauchen jetzt mal ein bisschen... Ja, war eigentlich spannend. Also Maro hat auf jeden Fall nicht geschlafen, so viel kann man, glaube ich, sagen. Der Albert hatte da schon größeren Abstand und ja, dann habe ich aber auch nichts mehr gesehen, weil diese Staubwolke hinter mir so groß war, dass ich plötzlich gar nicht mehr wusste, wo ist denn der Maro jetzt? Links, rechts oder schon vor mir? Die tiefstehende Sonne vielleicht eine Rolle gespielt? Wie gesagt, ich habe in dem Moment wirklich den Bremspunkt gar nicht mehr gesehen. Dann ist halt das Risiko auch groß, dass dich verschätzt. Ja, hat es ganz gut gemacht, natürlich innen abgeblockt. Ich wäre gerne innen reingefahren, ich glaube, das wäre die Lösung gewesen, aber gut, in dem Fall nochmal zurückgesteckt und außen probiert. Ich hatte den Eindruck, klar, Kurve 1, aber dass gerade beim Rumfahren dann du ein bisschen weit rausgekommen bist, nach rechts, Christopher, da war fast so eine Lücke für außenrum vorbeifahren. Wann sagt man, okay, ich gehe für die Lücke und wann sagt man, das muss ich besser, darf ich besser nicht machen? Ja, der Run zu Turn 2 und 3 ist natürlich sehr, sehr kurz. Und wenn du dann schaffst, irgendwo ein bisschen daneben zu kommen, dann hast du eine Chance. Aber es hat eben knapp nicht gereicht. Live to fight another day, sagt der Engländer. Also von dem her, probieren es morgen nochmal. Heute muss ich einfach sagen, die haben einen Top-Job gemacht und der Chris hat das super gelöst. Du hast ja aber trotzdem noch eine zweite Chance bekommen. Also das ist jetzt spannend, ne? Christopher Mies, du hast jetzt festgestellt, das war ganz schön eng beim ersten Restart. Vielleicht muss ich eine andere Strategie für den zweiten Restart wählen, oder? Ja, ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe dieselbe Strategie zweimal gefahren. Hat so ein bisschen gehofft, dass der Maro eventuell denkt, ich mache eine andere. Hast du Hunger, Leon? Ich komme hier um euer Wohl. Der Ding ist aber aus, ne? Also nur nebenbei. Leon Wipper steht mit einer kleinen Nebenrolle. Nee, und ich muss dann sagen, dass es beim zweiten Mal gefühlt eigentlich noch fast enger war als beim ersten Mal, weil die Sicht natürlich ein bisschen besser war. Ich wollte aber den Restart nicht früher machen, weil im vorletzten Turn lag Bindemittel auf der Außenseite und da hatte ich so ein bisschen Sorge, wenn ich da schon pushe, dass ich da eventuell draufkomme. Dann natürlich die ganze Meute hinter mir natürlich einen guten Run auf statt Ziel auf mich hat. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das zweimal gleich zu machen.
Du hast nach dem ersten Versuch, wo du innen hart die Mauer gesucht hast, den Weg vorbei, beim zweiten Mal gesagt, okay, ich bleibe einfach außen und versuchst. Also das ist ja schon schwer, das ist jetzt der zweite Attempt, ne? Ja, ich meine, an sich, ich war beim zweiten Mal nicht ganz so nah dran wie beim ersten. Also beim ersten war ich schon sehr nah dran. Beim zweiten Mal ein bisschen weiter weg. Klar, dass Chris irgendwo innen zumacht, war klar. Das Problem ist einfach, dass du von innen, gerade mit dem Bindemittel, mit der tiefstehenden Sonne, mit dem Öl, was auch wirklich, wenn du die Linie nicht getroffen hast in Turn 1, da lag direkt, war direkt das Öl. Das heißt, du wusstest, okay, wenn ich das treffe, dann fahre ich einen ganz weiten Bogen. Und dann war es einfach wahnsinnig schwierig zu sehen, okay, wo kann ich bremsen, wo ist der Bremspunkt? Und von dem her hat nicht ganz geklappt. Aber ich glaube, Versuch war es auf jeden Fall wert. Letztes Jahr um die Zeit, Maro, wart ihr, also bei Saisonhalbzeit, lass mich mal überlegen, wart ihr da Halbzeitmeister? Ja, ne? Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Also von dem her hat uns am Ende leider auch nicht weitergeholfen. Ist eine lange Saison. Ich meine, klar, für uns nicht der Saisonstart, den wir uns erhofft hatten. Aber jetzt sind wir gut drin, denke ich. Müssen weiter punkten und dann schauen wir mal, was die da vorne machen. Schauen erstmal nicht so viel auf die Meisterschaft und das ergibt sich, denke ich, von alleine irgendwie, wenn man Richtung der letzten Rennen geht. Wenn du jetzt gerade hörst, Christopher, dass der Halbzeitmeister letztes Jahr nicht Meister geworden bist und du bist jetzt gerade Halbzeitmeister geworden, was ist dann die richtige Strategie für morgen und den Rest der Saison? Es gibt keine, genauso wenig wie mich interessiert, wer Halbzeitmeister ist oder ich glaube generell keinen im Fahrerlager, das zählt, was am Ende da vorne ist. Und aber es ist ja schon eine Tendenz. Es zeigt ja, dass ja, du die erste Tendenz, Hälfte der Saison... Ja, es ist eine Tendenz, aber ich meine, wir reden hier... Man kann, glaube ich, mit gutem Recht behaupten, dass hier die weltbesten GT-Fahrer und auch Teams an den Start gehen. Und nur weil du nach der Hälfte vorne bist, heißt es noch lange nicht, dass du auch am Ende vorne bist. Deswegen ist natürlich schön, aber es ist alles so eng. Ich glaube, bis Platz 10 oder 12 in der Tabelle kann jeder noch Meister werden. Und morgen kann die Welt wieder ganz anders aussehen. Deswegen einfach durchfahren, Punkte sammeln, guten Job machen, keinen Fehler, keine Strafen und dann... Schaust du, wo du am Ende bist? Ich glaube, ich finde die. Doch, hier sind die Punkte. Warte. Kriegen wir das jetzt schnell noch auf? 97 Zähler für Mies und Feller. 88 Punkte für Bug und Marcello. Costa Balboa und Bortolotti. 87 Zähler, 85 Punkte für Jaminet und Ammermüller. Dann 76 Zähler für Jelloli und Krohn, 70 für Engel und Stolz. Das ist Platz 6. Ja, das ist schon ziemlich eng, ne? Naja. Das kann aus unserer Sicht noch ein bisschen enger werden. Ja, ich meine, Ammermüller, Jaminet waren führend mit einer guten Anzahl an Punkten und sind jetzt runtergerutscht auf die 4. Das geht richtig schnell und sind gespannt. Weil ich es gerade noch mal lese, Nick Jelloli, Jesse Krohn, die sind umgedreht worden und sind trotzdem noch Sechster geworden. Das war beeindruckend. Ne? Die waren noch vorm Boxenstopp auf Platz 10. Boah. Die waren Letzter nach der ersten Runde. Da haben wir auch sogar noch Bilder, glaube ich, wie sie gedreht wurden. Das ist eine Stelle, Maro, du kennst die auch, letztes Jahr war Luca da. Das ist einfach auch eine ganz schwierige Stelle, muss man fairer. Da kann man gar keinen Vorwurf machen, oder? Zu Recht. Ist halt echt wie ein Parkplatz. Also da gibt es 1000 verschiedene Linien und ich habe es auch nur kurz gesehen. So wie ich es gesehen habe, ist der Marcello an Lelloli vorbei. Genau, der Lelloli will den Cutback machen, also verlangsamt das Auto am Scheitelpunkt und will am Kurven ausgenommen attackieren und wird dann halt getroffen von der 92. Also ja, super unglücklich, aber wird nicht das letzte Mal sein, dass wir so einen Zwischenfall da sehen. Diskutiert man dann unter euch Fahrern auch? Letztes Jahr gab es keine Strafe, dieses Jahr gab es eine Durchfahrtsstrafe. Wird sowas diskutiert oder ist es einfach auch neuer Renndirektor, neue Herangehensweise und auch neue Strafen? Also wir haben es nicht diskutiert. Ja klar. Ich glaube, unterm Strich musst du auch jeden Vorfall einzeln bewerten. Du kannst auch nicht immer alles über einen Kamm scheren. Mhm. Und sicher, wir haben ja viel über letztes Jahr gesprochen. Klar hätte es auch da eine Strafe geben können. Wir hatten in dem Sinne Glück, dass es keine gab. Aber damit ist das Thema für uns auch letztes Jahr abgelegt. Und ja, jetzt muss man einfach jeden Zwischenfall separat bewerten. Tendenziell wahrscheinlich, wenn ich es bewerten hätte müssen, hätte ich wahrscheinlich auch eher heute gesagt, das, was ich gesehen habe, das waren auch Strafen. Christopher, wer gewinnt morgen das Rennen? Gute Frage. Ich glaube, Porsche mit Jaminet wird stark sein. Die Talksport-Jungs, Mercedes wird gut sein. Ich denke, wir sind auch sehr gut aufgestellt, waren schon das ganze Wochenende auch recht schnell.
Und gut, dann im Rennen, wir haben 20 Kilo, die Jungs haben, nee, wir haben die Verteilung. Ja, keine Ahnung. Also Gewicht auf jeden Fall drin im Auto, was sich bemerkbar macht, was dir egal ist, ich weiß, aber man merkt es auf jeden Fall in der Rundzeit. Von daher würde ich morgen mal tippen, dass die SSR-Mannschaft eine gute Chance hat, vorne zu sein. Wie sieht deine Und BMW, sorry, ich habe BMW vergessen. Ja, ich glaube, also die gleichen Kandidaten, die der Chris gerade genannt hat, BMW, Porsche, es kommt am Ende drauf an, bei wem passt im Qualifying, weil man auch gemerkt, einfach, wenn man im Qualifying schon vorne steht, ist ja ein großer Teil einfach. Und klar, für uns, oder für die drei Autos, die auf dem Podium waren, morgen ein bisschen Gewicht, wird es nicht einfacher, aber gucken wir mal, alles offen und ja, wir hoffen auf einen guten Tag. Dann heißt es jetzt für mich zu sagen, vielen Dank für zwei tolle Restarts, die mich als Streckensprecher echt begeistert haben und mitgerissen haben, wie, glaube ich, alle auf den Tribünen und die zu Hause zugeschaut haben. Und dann freuen wir uns auf ein spannendes Rennen morgen, auf eine tolle Meisterschaft, die jetzt in die zweite Saisonhälfte startet. Und PS On Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk, wünscht Ihnen einen schönen Samstagabend. Es gibt noch ein paar Würste, die gehen jetzt an das Team. Die haben auch alle nichts gegessen, den ganzen Tag durchgepuckelt. Bitte? Sollen wir den Leon nochmal rufen? Oh, der Leon. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn der mal keine Wurst isst. Von daher sage ich vielen, vielen Dank für Ihr Interesse, für euer Interesse. Vielen Dank an meine Crew. Einmal mehr für Malochen bis zum Umfallen, aber das mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ja. PS On Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk, wünscht eine gute Nacht. Danke, Christopher Mies. Vielen Dank, Maro Engel. Und möge der Grip mit euch sein. Bis demnächst. Wir haben ja noch gesucht in der Tiefe des Archivs und wir haben ihn noch gefunden zum Abspann. Einmal den Maro Engel Spezial aus Hockenheim. Bitte schön. Ich höre, wie die Maustaste im Hintergrund klickt. Ja. Und ich hör noch dein Ich habe vorhin schon mal zu Timo Bernhard gesagt, du kannst auch mit einem Knopf ein bisschen die Rückenlehne. Kannst, ja, genau. Oh. Es war echt ein gebrauchter Tag. Das war echt ein gebrauchter Tag. Aber du siehst, Maro, wenn der Tag besser ist beim Rennen, dann sitzt man auch auf dem Stuhl viel, viel stabiler. Aber ich fand das schon unfassbar, wie du darauf reagiert hast, das mit einem Humor genommen hast und wir haben daran gearbeitet, dass es nicht mehr passiert. Also damit, wie ein Rennauto, oder? Es muss immer weiterentwickelt werden. Und damit schließen wir jetzt heute endgültig das Kapitel. Vielen Dank, Maro. Vielen Dank euch. Schönen Abend. Ciao, danke euch.